Noch bis zum Ende des 19. Jahrhunderts gab es in ganz Europa riesige Schafherden. Für das Zusammentreiben und den Schutz dieser Herden benötigte man einen robusten und höchst leistungsfähigen Arbeitshund. Außerdem sollte er genügsam sein. Der belgische Schäferhund war in seiner Heimat also ursprünglich eher ein Hund für arme Leute. Zum Bewachen von Herde und Hof. Der Weltdachverband FCI beschäftigt sich mit der Lehre vom Hund und definiert die rassenspezifischen Richtlinien. Für den belgischen Schäferhund ist der Standard Nummer 15 festgelegt. Seine Erscheinung ist von Eleganz, Kraft und Robustheit. Seine Widerristhöhe beträgt je nach Geschlecht 56 bis 66 cm. Sein Gewicht liegt zwischen 20 und 30 kg. Der Grönendal und der Tervüren haben langes, glattes Haar. Es ist besonders um den Hals herum sehr üppig. Der Grönendal ist einfarbig schwarz. Der belgische Schäferhund gilt als robuster Hund. Durch seinen zweckmäßigen, nicht überzüchteten Körperbau ist er sehr wenig für Krankheiten anfällig. Er braucht die Aufmerksamkeit seines Besitzers und das Gefühl, aktiv an dessen Alltag teilzunehmen. Dabei muss auch das Autofahren nicht problematisch sein. Um seinen Bewegungsbedarf zu decken, muss der belgische Schäferhund viel an die frische Luft. Übungen sollten stets variiert werden, zum Beispiel durch unterschiedliche Rahmenbedingungen. Denn bei zu häufiger, eintöniger Wiederholung kann sich der Hund nicht mehr auf die Übung konzentrieren.